ist Winter im hohen Norden. Die Nächte sind schwarz und jede ist länger als die zuvor. Bis schließlich der eine Tag im Jahr erreicht ist, an dem kein Sonnenstrahl mehr durch das Dunkel bricht. Ich wollte ein Stück schreiben über die Angst, die wir Menschen vor tausenden Jahren wahrscheinlich mal gehabt haben, dass die Sonne nicht mehr aufgehen könnte im Winter. Und so geht es auch in unserer Geschichte darum, dass der Yannick die Sonne rettet, die gestohlen worden ist von einem geheimnisvollen Dieb und sich aufmacht in den Norden in ein Abenteuer über die kalte Steppe, um sie zurückzugewinnen. Wir sehen auch ganz viele interessante und geheimnisvolle Figuren, die dem Yannick begegnen auf seiner Reise. Ich bin der Hunger! Dein Hunger, um genauer zu sein! Dein schrecklicher... Großer Hunger! Als Ainuska bin ich die ganze Zeit bei dieser Reise dabei und an Yannicks Seite. Und eigentlich hält sie eher Abstand, bei Yannick auch am Anfang, aber dann freunden sie sich an. Hier war ein Troll, die Fährte ist frisch. Sonnenträne, eine Sonnenträne, die die Sonne geweint hat. Und das ist so ein bisschen die Spur, der Yannick dann nachgeht und dir einsammelt am Weg zum Nachtpalast, wo er den Sonnendieb dann eben auch stellt und die Sonne hoffentlich befreit. Voller Rief, la la la, zum Fest der langen Nacht.